Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von... Oh, Entschuldigung, na, was für eine Begrüßung. Servus, Leute. Willkommen zur nächsten Folge von Gothic 1 hier unten. Und das ist nämlich brandgefährlich hier unten. Ich habe noch einiges an Magie, somit wieder Licht machen. Es wäre Licht und Horst, die fand den Schalter nicht. Ja, ihr Lieben, da haben wir zum Beispiel ein Skelett. Ah, da ist noch einer. Ja, oder? Was sagt sie? War das gut? Ach du Kacke! Von wo kommst du her? Von wo kommt denn der her? Leute. Es ist schrecklich. Oh, Leute. Mein Schwert. Irgendwie schaut das Schwert komisch aus, das ich da habe. So. Licht wieder machen. Zack, dann speichere ich noch einmal, damit ich es nicht mehr machen muss, wenn ich laden möchte. So, und da ist ja das Skelett, genau. Skelett da gekommen von oben. Ihr seht Skelette. Das ist schon wirklich eine harte Stufe hier. Also, wenn ein Skelett ist, vielleicht gehen noch zwei, so wie jetzt, aber ab 3, 4, boah, das ist heftig. Aber da muss ich schon ehrlich sagen, Leute, ja, es ist heftig. Boah. Leute, das war jetzt wirklich nicht überlegt. Lord! Na geh. Hä? Das Licht ist ja gar nicht mehr, oder was? So. Da unten sind wieder Skelette. Sich auch einer festgebuckt. So, ich muss aufpassen hier, Leute. Das ist so richtig gefährlich. Na logisch, ihr müsst denken, das sind Skelette und die waren schon ewig sehr stark. Aber die schafft ihr ja schon, das ist ja kein Problem. So, dann noch ein bisschen Fleisch essen. Mich da komplett auffallen lassen. So, weiter geht's. Los geht's, Leute! Weiter geht's mit den nächsten Skelette. Es ist aber, ja, wenn ich ehrlich bin... ein Stück Arbeit hier. Hat er kein Schwert gehabt oder so? Ich weiß es momentan nicht. Wo die jetzt genau waren, weil ich ja geflüchtet bin letztens. Ja, genau, da unten, Leute. Der einzige nur noch, servus. Sehr gut, Schnitter. Oh Gott. Da ist ein Magier. Schaut mal, da ist ein magisches Wesen. Und dieses magische Wesen, Leute, habe ich noch nicht kennengelernt, klar. Aber das haben wir schon mal gesehen. In einer der vergangenen Folgen. Das ist jetzt schon, müsste auch schon eine Zeit her sein. Vor 7, 8, 9 Folgen, keine Ahnung. Ja, wurscht. Oder länger, länger. So, auf jeden Fall werde ich mich mal auffallen. Was geht, ihr Lieben?
dann probieren wir mal dieses magische Wesen da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir werden auf jeden Fall mal alles ausprobieren, was geht. Mit der Armbrust, mit dem Schwert, mit Magie, Leute. Also wir werden alles probieren, weil ich schätze mal, dass es nicht so einfach sein wird, dieses Mistvieh zu besiegen, weil es ein magisches Skelettmagier des Nebelturms. Ob wir da gegen den jetzt schon Chancen haben, ob wir das Bestimmtes, was Bestimmtes brauchen. Okay, das ist heftig. Warte, wir haben ihn. Wir haben ihn! Also, Entschuldigung, Leute, aber das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass wir das so einfach schaffen jetzt. Oh, also, das hätte ich mir jetzt echt nicht gedacht, Leute, dass wir das so gut jetzt hinkriegen. Da haben wir mal einen Trank, da haben wir noch Nachtschatten. Nachtschattengewächse, Leute. Höllenpilz, Sklavenbrot. Da haben wir Erzbrocken, da haben wir ein Wein, da haben wir ein Bier. Wir haben Bier, Leute. Skelett, was haben wir da? Chromanin, Eispfeil und Skelette beschwören. Also eigentlich muss ich sagen, jawohl, Skelette beschwören ist auch so eine coole Magie. Aber was haben wir da drin? Beste Geschichte. Oh, so viel Erz. Leute, so viel Erz. So viel Erz. Boah. Super. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ach, Leute. Speichern. So, dann haben wir das einmal. Das Licht geht sicher gleich wieder aus. Ah, es pressiert schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Keine Ahnung, ob da noch irgendwelches Skelett hier. Schau da mal. Die ganze Zeit rum um dich, also. Ich hasse diese. Sind ja keine Viecher, aber diese dreckigen Biester da. Ich hasse sie! Jetzt muss ich mir wieder heilen wegen euch, ihr Vögel. Über 5000 Ocken haben wir wieder. Weißt du, trinke ich schon viel mehr Heiltränke. Aber ich werde jetzt nicht das Ganze hier ausgeben. Weil ich habe da noch Heilkräuter. Ein bisschen. So. Dann haben wir noch Lebensenergiebonus für bratenes Fleisch. Passt. Leute von heute, es geht weiter auf der Leiter mit Spano hier im unterirdischen irgendwas. Ah, so ein skelettmarisches Viech haben wir da auch erledigt. Oh, oh, oh. Was haben wir da unten eigentlich? Servus. Was ist das da? Ah, auch ein Skelett, okay. Servus. Perfekt, Leute. Oder? Verwitterte Axt. Was haben wir da eigentlich? Bier. Reisschnaps. Wir haben ja Reis ordentlich, Leute. Was haben wir da? Mana-Bonus. Wir haben noch ordentlich Reis zum Essen, Leute. Und den werde ich mir natürlich jetzt auch gönnen, Leute. Ja, Leute. Ich weiß nicht, wie lange dieser unterirdische Ding da... Ich komme jetzt sicher nicht mehr raus. Ich komme nie wieder da raus. Nie wieder. Boah, ich habe einen Durst, Leute. Wir werden ordentlich Reis futtern. Ich weiß, es dauert ewig, bis das wieder mal voll ist, Leute. Aber
So, einmal geht noch, passt. Wir nehmen uns Licht. Zack. Speichern, gut. Ach, Leute. So, weiter geht's. Was geht hier ab? Weiter schon? Ah, ich habe mich festgebuckt. Gebuckt. Oh, da haben wir Sklavenbrot. Okay. Aha. Leute, was ist das da überall? Das kann mir keiner sagen, was das ist, Leute. Weil es keiner weiß. Da unten ist sicher, weiß nicht, sicher nicht, aber irgendwas wird da schon sein, Leute. Aber wurscht, ich gehe mal darüber. Ah, da ist auch nichts mehr. Ja. Wir sind bald durch. Nö. Darüber, da geht's auch nicht weiter. Gut, dann haben wir. Aber dachte ich mir, hinter mir ist ein Skelett, Leute. Genau, dann gehen wir mal darauf. Eine Mine? Ah, Mine, sage ich. Irgendwas. So, da waren wir schon. Gehen wir da zurück. So, Kisten haben wir da nirgends irgendeine. Wie schaut es eigentlich mit den Erfahrungspunkten aus? Hey, ich gehe mal darüber. Da ist nichts mehr. Wie schaut es jetzt eigentlich mit den Erfahrungspunkten aus, Leute? Ja, wir brauchen nur noch 7000 Erfahrungspunkte und 200, also 7195. Aber Leute, ich weiß nicht, wir sind im dritten Kreis der Magie. Lernpunkte haben wir 20. Also wir brauchen noch über 7000, bis wir ein nächstes Level up haben, Leute. Speichern wir mal. Ich habe nicht einmal irgendeine Karte von diesem Ort. Schauen wir mal da rauf. Genau, und wenn ich da runtergehen würde. Genau. Da gehe ich einmal da wieder hin. Da geht's hier lang und hier lang. Ah, da geht's dann wieder zurück. Bin ich fertig? Leute, wenn ich fertig bin. Das ist cool, aber bin ich fertig? Ich glaube nicht. Nö. Ja, bin ja gerade sehr, sehr verwirrt gewesen. Irgendwas knarrt hier. Ah. War irgendwas knarrt hier, Leute. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber irgendwas knarrt hier. Ich weiß nicht, was das Knarren hier ist. Ja, dieser Reis bringt sich ja überhaupt nichts mehr. Aber ich. Ein bisschen Fleisch, weil das gibt ja doch ein bisschen zumindest mehr hier. Ich habe noch 74 Fleisch zum Braten. Hätte ich noch, aber mache ich nicht. Gebratenes Fleisch, Leute. Ja. Gut. So. Dann gehen wir auf die linke Seite. Da gibt es anscheinend noch Skelette. Keine Skelette mehr hier. Irgendwas höre ich da.
Servus. Sind eigentlich... Gehen die? Da ist auch niemand mehr, dann kann sie nur noch da runter gehen. Nö. Leute! Da geht's nicht mehr weiter! Ich bin fertig, oder? Was sagt ihr? Hä? Ja, ich bin fertig hier. Also ich schätze mal, wir sind hier mal fertig. Aber schau da mal. Ach du Kacke. So, wird's einmal Zeit. Für bis Licht. Keine Ahnung, was da drin ist. Gar nichts. Leute, wegen dem. Ha, Leute. Ich dachte mir voll, da geht's ins finstere Ding da rein. Da gibt's ja gar nichts, Leute. Ja, dann bin ich mit dem Turm hier fertig, oder? So, weiter geht's. Tageslicht! So. Ja, Erfahrungspunkte haben wir zwar richtig ordentlich bekommen da drin. Aber irgendwie... weiß ich jetzt momentan gar nicht. Ich meine, ich weiß, da unten gibt's, würde es Varane geben. Aber irgendwie habe ich das total... nö, Wölfe kann ich schon mit dem Schwert machen, dass ich ein bisschen... Ich habe genügend Bolzen, über 3000 weiß ich. Aber damit ich ein bisschen trotzdem ein bisschen Bolzen spare. Leute, Wölfe, gibt's mir die ganzen Wolfzähne her. Ich möchte mal wissen, wer... vielleicht kann ich den Rest ja von irgendwem kaufen, Leute. Trollmäßig oder... Ich brauche nur noch diese Feuerwarane. Und diese Trolle. Aber die habe ich schon allesamt erledigt. Weil ich dumm war und die Sachen, die ich von den Warane bekommen habe, verkauft habe. Woher soll ich denn das wissen? Wahnsinn. Ja, da unten ist ja auch gar nichts mehr, Leute. Ah, die habe ich schon alle vernichtet. Endlich wieder am Tageslicht. Am helllichten Tag hier spazieren gehen. Ah. Wann treffe ich denn endlich? So, fertig. Zunge. Hat er überhaupt eine Zunge? Flammenzunge. So, damit habe ich das. Leute, das Einzige, was ich jetzt nur noch brauche, ist ein Troll. Einzige, was ich nur noch brauche, Leute. Aber wie bekomme ich den Troll her? Das ist die Frage. Aber da drüben gibt es auch keine Warane mehr, ne? Ich habe alle getötet. Aber Gott sei Dank habe ich den leben lassen damals. Also übersehen. Ich hätte ihn nie leben gelassen, nämlich. Wenn ich es nicht verkauft hätte. So, ihr Lieben, aber die Folge ist vorbei. Dann schaue ich noch mal, von wo ich eine Troll-Ding daher bekomme. Schaue ich mir das noch einmal ein bisschen an. Das Einzige, was ich jetzt nur noch brauche, sind diese Troll...
Brocken von Trollen in irgendwelchen Kram, Trollschädel oder ich weiß es nicht, oder Troll von einem Herz, ich habe Herz von einem Troll, keine Ahnung. So, dann haben wir die Folge auch schon erledigt für heute. Wie spät ist es? 12.20 Uhr geht es noch einiges heute aus in dieser Session, also wird wieder eine lange, lange Session werden, was ich cool finde. Gut, ihr Lieben, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und sei auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es weitergeht mit Gothic Teil 1. Game over. Ciao.